Habt ihr das gehört gerade? Dieses leichte Poltern in der Ferne. Emma, bist du jetzt tot? Falls ja, kann ich deine Handtücher haben? Die sind immer so schön flauschig. Ist aber auch irgendwie nichts, ne? Kann ich hier auch noch rein? Nee. Versuch mich schon zu beeilen. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Ach, da ist sie ja! Mensch, Emma, warte mal kurz. Dann gehe ich mal kurz in das andere Zimmer, ja? Bist ja doch gar nicht im Keller. Ich dachte, du bist im Keller. Hier habe ich, glaube ich, schon geguckt, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Gewittert's draußen. Gewitter! Emma! Draußen ist Gewitter. Wieso haben wir eigentlich so viele Schlafzimmer, Emma? Emma. He's been here again. This time... What happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about... Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car keys. Okay, durchsuche das Auto des Sheriffs. Ich guck mal kurz, hat das jetzt funktioniert? Ich habe nämlich gerade probiert, ob ich die... Ja, die Kamera... Ich hoffe, die hat sich jetzt versteckt in der Zeit. Oh, jetzt kann ich... Ah, jetzt. Hallo? Hallo? Oh. Moment. Ich muss jetzt erstmal schauen. Ich kann nicht mehr ins Spiel zurücktappen. Ist das herrlich. Ein Momentchen. So. Jetzt geht's wieder. Sorry. Hat kurz ein bisschen rumgesponnen. So. Ich hoffe nur, dass die Kamera jetzt in der Zeit weg war. Ab und an denke ich dran und dann mache ich die Kamera aus. Aber ich denke halt nicht immer dran, ne? So. Wollen wir mal die Karre durchsuchen? Oh je, oh je. Was hat er denn Schönes da drin? So, Polizeibericht, Aktenzeichen, Datum 28. August 1979, ermittelnder Beamter. P.T. Anderson. Meldung durch Emma Stevenson. Meldung in Blackstone. Datum, Uhrzeit des Vorfalls. 28. August 1979. Ort des Vorfalls, Blackstone. Vorfall, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Details zum Vorfall. Am Dienstag, den 28. August um 16.12 Uhr, erhielt die Polizeidienststelle in Windham einen Anruf bezüglich eines vermeintlichen Hausfriedensbruchs sowie Sachbeschädigung auf einem Privatgelände in Blackstone.
Die Anruferin, eine Emma Stevenson, behauptete, dass sich ein unbekannter Eindringling während der Abwesenheit ihres Mannes Zugang zu ihrem Privatgelände verschafft und die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson zerstochen habe. Ergriffene Maßnahmen. Ich erreichte den Ort des Vorfalls um 17.03 Uhr. Eine vorläufige Untersuchung bestätigte mit absoluter Sicherheit, dass die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson mit Hilfe eines scharfen Gegenstands zerstochen wurden. Fußabdrücke im Schlamm am Ort des Vorfalls deuten auf einen männlichen Täter hin. Oh, ich werde mich mit dem Eigentümer unterhalten und im Anschluss an weiterführende Untersuchungen meine abschließenden Erkenntnisse zusammenfassen. Okay, er hat nie die Möglichkeit bekommen, eine Zusammenfassung zu schreiben. Dieselbe Person, die uns das Leben zur Hölle macht, hat auch dem Leben des Sheriffs ein brutales Ende gesetzt. Rotieren. Ich kann das Ding noch rotieren. Ach. Zusätzliche Anmerkung. Das Haus, in dem Mr. und Mrs. Stevenson wohnen, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Um 1850 herum ereignete sich ein Unglück in der nahegelegenen Mine. Wenig später gab es mehrere Vermisstenfälle in der umliegenden Gegend. Nachdem die Leiche einer der vermissten Personen gefunden wurde, gab es Anschuldigungen gegen Jacob Hyde, einen der Eigentümer der Mine, der zufällig zur damaligen Zeit in diesem Haus wohnte. Die Leichen der anderen Vermissten wurden erst Jahre später gefunden, weshalb sich dunkle Legenden um dieses Haus ranken. Der Mörder konnte niemals gefasst werden. Okay. Verdammt, Nicholas hat all diese Ereignisse auch in seinem Tagebuch erwähnt. Es waren also weder Hirngespinste noch Übertreibungen. Zu dumm, dass ich nichts von diesen Legenden gehört habe, wovor ich hierher gezogen bin. Ja, das hätte man mal vorher wissen müssen. Das stimmt, das stimmt. Komm ich da dran? Anschauen. Where did he get that from? An uncle from the KGB? Warum würde jemand so etwas behalten? War er überhaupt ein echter Polizist oder hat er nur den Sheriff gespielt? Das weiß ich doch nicht. Where did he get that from? An uncle from the KGB? Muss ich damit jetzt irgendwas Bestimmtes machen? Nee, ne? What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Was? Was? Bericht des Sheriffs. Aktenzeichen so und so. Ja, ja, ja. Am Samstag, den 11. September, erhielt das Sheriff-Büro in Windham des Nachts einen Bericht durch den Portier des Hillside, Charles was Grady, über einen schwer verwundeten Mann, der in einem Gasthof erschienen war. Ergriffene Maßnahmen. Nach seiner Ankunft erklärte der selbstvertretende Sheriff Daniel Plenlille, der Unterzeichner, den Mann für tot. Beim Opfer handelte es sich um den seit 2 Wochen vermissten John Norton. Als Todesursache wurde erheblicher Blutverlust festgestellt. Das Opfer wies Stichwunden im Nackenbereich auf, die von einem scharfen Gegenstand, womöglich einem Messer, verursacht wurden. Dabei kam es zu arteriellen Gefäßverletzungen. Darüber hinaus wies sein Körper multiple Schnitt- und Risswunden sowie Verbrennungen auf, von denen einige bereits wieder verheilt waren. Untersuchungen vor Ort ergaben, dass der Mann das Hillside Inn über die Straße durch den Wald erreicht hatte. Die Spuren des Mannes führten zurück zum Anwesen auf der anderen Seite des Flusses, das Jacob Hyde, dem Besitzer des Gasthofes und der Mine, gehört. wo war ich denn jetzt? Ja, hier war ich, genau. Entschuldigung.
So, der Verdächtige konnte jedoch nicht in seinem Haus angetroffen werden. Es gab jedoch Anzeichen, dass er das Anwesen in aller Eile verlassen hat. Das wahre Geheimnis hinter dem Verbrechen in Blackstone. Ende des 19. Jahrhunderts änderte die Familie Hyde ihren Namen offiziell auf Stevenson, um sich von weiteren Anschuldigungen gegen Jacob Hyde zu distanzieren. Die Polizei verdächtigt also Jacob Hyde des Mordes an John Norton und seinen Sohn Nicholas wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. In seinem Tagebuch erwähnte Nicholas, dass er nach 10 Jahren der Abwesenheit wieder nach Hause zurückgekehrt war. Scheinbar hat er diese Zeit in psychiatrischer Behandlung verbracht. Geiler Scheiß! Oh je, ist das so viel. Zusätzliche Anmerkung. Während der Durchsuchung des Familienanwesens der Hyde stießen der Sheriff und sein Stellvertreter auf einen Geheimraum, der sich direkt über dem Büro befand, auf dem Boden der dunklen Kammer kauerte der jugendliche Sohn von Jacob Hyde, Nicholas Hyde. Weder dem Sheriff noch seinem Stellvertreter gelang es, mit Nicholas zu kommunizieren. Der Junge reagierte auf keinerlei Reize. Vielleicht haben die Misshandlungen durch seinen Vater in eine Art Stupor versetzt. Der junge Hyde wurde in die Obhut von psychiatrischen Experten übergeben, die über seine weitere Behandlung entscheiden werden. Der Sheriff hatte einen Haftbefehl gegen den flüchtigen Jacob Hyde erlassen und ein Kopfgeld von 500 US-Dollar ausgesetzt. Okay, es kommt mir bekannt vor, doch ich weiß nicht mehr, wo ich es schon einmal gesehen habe. Auf jeden Fall war es irgendwo in unserem Haus. Oh fuck. Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. Oh fuck. Also sind wir sozusagen die Heiz? Also wir sind gar nicht Stevensons, wir sind die Hydes. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Familie Hyde? Die aus dem Tagebuch? Aber... Das ist gerade heftig. Okay, und dieser kauernde Junge, der da hockte... den wir immer in der Vergangenheit gesehen haben, der mit dem ganz weißen Gesicht und den schwarzen Augen, der hockte ja auch zwischen den Wänden in einer Folge. War das der Nicholas selber? Oder was? War das Nicholas selber, der einfach nur so sich selbst irgendwie da immer wieder gesehen hat? Habe ich das jetzt... Ist das jetzt eine richtige Vermutung oder ist das jetzt einfach nur... Das ist es. Ich muss nur den Disc in die Öffnung setzen, just like in the picture. Genauso wie in dem Bild. Löse das Rätsel beim Kamin. Och, nö. Okay, ein Teil des Textes ist unsichtbar. Wie schaffe ich es nur, ihn lesbar zu machen? Erstmal lesen. Über die Geschehnisse der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet, was die Dunkelheit nicht preisgibt, wird vom Schein des Lichts offenbart. Wird im Schein des Lichts offenbart. So, wie mache ich das jetzt? Wie geht das? Was ist das? Achso, die Flasche von vorhin. Okay. Was ist das? 1864 AD. Stopp. Erstmal aufschreiben. Ist doch eine 4 da hinten, oder? Ja. Ich glaube, das ist eine 4. Also. AD. Okay. Aber inwiefern kann ich das jetzt... Stimmt A gleich D, hä? Hm, wo ist A?
Warte mal, 1864, muss das vielleicht auch dahin? 1865? Wo ist denn das? Hier unten. Aber das kann ich ja gar nicht dahin drehen, nicht? That number sequence isn't random. Ach so, okay. 1864. Vielleicht so ein bisschen. Oh, warte. Bingo. Ah. That was well thought out, Nicholas. Mein Kaugummi hing fest. Okay, ich mach mal kurz die Zettel hier mal wieder an die Seite. Was ist denn das jetzt? Das ist nicht nur irgendein Schmuckstück. Es sieht aus, als würde es irgendwo hineinpassen. Ach, hier! Er hier bestimmt. Junge, es hätte eine Beule geben können. Okay, es ist ja toll. Ja, yay, geil. What was that cursed place? What do all those words and symbols mean? Hier war er eingesperrt, ja? Oh fuck. Tagebuch des jungen Nicholas. Gott im Himmel, Nicholas wurde von seinem Vater immer wieder in eine dunkle Kammer gesperrt und seelisch misshandelt. Es ist gut, dass er zumindest nicht allein war. Aber warum hat er den anderen Jungs nie in seinem Tagebuch erwähnt? Den anderen Jungen, so rum. Es enthielt nicht einmal seinen Namen. Wie, ein... was? Moment mal, was? 22. Dezember 1849. Ich habe mich so oft entschuldigt, aber er sagt, ich würde nur durch Strafe lernen. Ich fragte ihn wieder und wieder, Vater, warum tust du mir weh? Doch sein Gesicht wurde nur rot vor Wut. Entschuldigung. Er spuckte auf den Boden und fragte mich, warum hörst du nicht auf uns weh zu tun? Ja? 3. Januar 1850. Am schlimmsten ist die Dunkelheit. Ich hasse sie. Es gibt nichts, das mir mehr Angst einflößt. Ich weiß nicht, was ich diesmal falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich gar nichts getan. Vielleicht war es mein Fehler, überhaupt geboren worden zu sein. Ich glaube, mein Vater möchte mich loswerden. Nicht, weil ich etwas falsch gemacht habe, sondern nur, weil ich existiere. Ich will mich einfach nicht in seinem... Er will mich einfach nicht in seinem Leben haben. Ich bin nur eine Plage für ihn. Welchen anderen Grund könnte es geben? Weil ich den Bleistift genommen habe, mit dem ich diese Worte zu Papier bringe. Wann auch immer ein klein wenig Licht durch die Ritzen in den Wänden dringt. Ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht. 24. März 1850. Ich hatte einen Traum. In ihm habe ich meine Kleider ausgezogen. Ich bin nackt durch den Gasthof gerannt und habe Gäste angeschrien, als ob ich von Sinnen wäre. Sie hatten Angst vor mir. Es waren Erwachsene und doch hatten sie Angst vor mir. Doch es war nur ein Traum. In Wirklichkeit bin ich es, der Angst hat. Ich habe einen Teller zerbrochen, mein ganzes Abendessen ruiniert. Vater dachte, dass ich es mit Absicht getan habe. Ich tue nie etwas absichtlich. Meine Hände zittern. Ich kann nicht weiterschreiben. Oh. 15. Mai 1850. Ich bin nicht allein. Er läuft auch in diesem Haus herum. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Er sagt nie ein Wort. Er lächelt mich nur an. Ich schaue zu Boden, sage auch kein Wort. 6. Juni 1850. Überraschenderweise ist er nett zu mir. Das ist nicht das, was ich zu Anfang erwartet habe. Immerhin habe ich nun Gesellschaft während meiner Ausflüge in den Wald. Ich darf meinem Vater nichts verraten. Er würde nur wieder wütend werden. 11. August 1850. Heute ist es wie so oft. Ich bin wieder in der dunklen Kammer, doch diesmal ist er auch hier. Ich sage ihm, dass ich ein guter Junge war und dass ich nichts falsch gemacht habe. Die Schuld liegt bei meinem Vater und den anderen. Der alte Mann sperrt mich ein,
Weil er sich meiner schämt, weil er sich wünscht, ich wäre nie geboren oder zumindest jemand anderes. Anfangs glaubte er mir nicht, aber dann sagte er, dass ich recht habe. Er sagte, ich solle mir keine Sorgen machen und dass alles wieder gut werden würde. Ich entgegnete ihm, dass alles bereits gut sei, weil keiner von uns beiden je wieder allein sein muss. Okay, also hat er sich den Typen in den Wänden, den wir gesehen hatten am Anfang, doch nicht eingebildet. Oder eben doch eingebildet und... Weiß ich eben nicht. Also so eine Art imaginärer Freund in Horrorversion. Geil, warum nicht? Na gut, es geht anscheinend sogar noch weiter. 23. September 1850. Ich bin kein Kind mehr. Ich muss nicht mehr auf meinen Vater hören, nur weil er größer und älter ist. Ich bin schlau und habe viele Ideen. Ich habe mit ihm in der Dunkelheit darüber geredet. Er sagte, ich sei krank, und wenn schon, vielleicht bin ich ja krank, weil die Welt mir all dieses Leid angetan hat. Wir werden uns nachts in die Wälder begeben und gefährliche Bestien zu jagen. 2. Oktober 1850. Er ist schlafen gegangen, also gehe ich allein hinaus. Der alte Mann hat eine neue Hure in den Gasthof gebracht und denkt, niemand würde etwas mitbekommen. Ich habe gesehen, wie Whitehead einem der Bergarbeiter ins Gesicht spuckte. Ich ballte die Fäuste und träumte davon, sie beide mit ihnen zu Brei zu schlagen. Okay. 7. Oktober 1850. Er weiß nicht, was ich geplant habe. Es sind nur noch wenige Tage. Ich werde es ihm bald verraten. Ich weiß, wo der Alte die Fässer mit Schießpulver versteckt hat. Sobald wir aus dieser verfluchten Kammer herauskommen, wird es ein Feuerwerk geben. Ich habe die Dame im Gasthof gefragt, ob sie mir eine... Was? Ob sie mir ihre... zeigen kann. Sie hat dem Alten davon erzählt und sie dachte auch noch, ich sei... Was? Ich sei... Jetzt verrotten wir beide hier drin. Ich hätte sie umbringen sollen. Menschen wie sie sind eine reine Platzverschwendung. Die beschissene Kammer ist der schlimmste Ort überhaupt. Ich wünschte, ich könnte sie kurz und klein schlagen. Ich kenne jedoch noch einen weiteren Ort, der der Kammer sehr ähnlich ist. Dunkel, kalt und höllenhaft. Er muss brennen, wenn wir unserem Leid ein Ende setzen wollen. Die Menschheit ist nichts als Abschaum. Ich habe es schon immer gesagt. Okay. Ja, der Typ hat einen Schuss. Aber ganz gewaltigen Schuss. Dadurch, dass er hier immer... Ja. Was? Lügner, Diebe, Mörder, Fälscher, Monster, Sadisten, er und ich. Okay. Gefährliche Tiere zu jagen macht am meisten Spaß. Wir beide haben durch das Loch in der Wand mit angesehen, was Vater dieser Frau angetan hat. Aha. Was? Vater, Mutter, Sohn, tot. Okay. Lügner, Diebe, Mörder, Fälscher, Monster, Sadisten. Er und ich. Ach du heilige Scheiße. Ich reise weite Strecken, ohne mich je von der Stelle zu bewegen. Aha. All denen, ich begegne, haben zwei Gesichter. Eines ist menschlich, das andere das einer Bestie. Ja, okay. Nicholas, ich glaube, du hast sehr viel gelitten. Extrem viel gelitten und, ich finde, dass du einen Knall hast. Also, ja. Oh wei. The man in the mask. Now I know who he is. What the hell is that? Okay, das ist ungewöhnlich. Ich dachte, ich würde jetzt wieder... Okay. Someone's at the door. Wer? Hallo? Ich kaufe nichts.
Hier ist sogar keiner. Super! Kapitel 10. Ich weiß jetzt, wer der Mann in der Maske ist. Die Wahrheit offenbarte sich mir, als er mir erneut zur Hilfe kam. Es ist mein Vater. Als der Detective starb, verwandelte er sich in ein eisiges Phantom und brachte mich an den Rande des Todes. Die Kälte versenkte mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen bahnten sich einen Weg zu meinem Herzen, doch mein Vater, sein Antlitz hinter der Maske und Zylinder verborgen, rettete mich erneut in letzter Sekunde. Einem Geiste gleich taucht er auf und verschwindet wieder. Heißt das, er weilt wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden? Und versucht er jetzt, mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder. Er war der Fluch meines Daseins, als er noch lebte. Warum ist er jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich entdecke, desto weniger verstehe ich. Aha, okay, ich bin mal gespannt. Ich bin ja immer noch da drin. The man in the mask. It's him. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Ich habe keine Ahnung, aber das kann nichts Gutes bedeuten. What the hell? Ach, da liegt ja wer. Wollte gerade sagen, ne? Hallo? Geht's dir gut? Ach, hier ist auch was zu lesen, ach du Heiliger. Es ist jemand hier. Jemand ist mir die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn abschütteln. Diese Mine gleicht einem Labyrinth. Man kann hier leicht die Orientierung verlieren. Sobald ich hier herausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagte mir, dass sie in einer Hütte am Flussufer unweit des Sumpfes lebt. Er hat sich in der Mine verirrt und ist gestorben, bevor er mit Maria reden konnte. Wenn sie im Sumpf lebt, kann ich ihr einen Besuch abstatten. Es ist nicht weit von hier. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Kann man ja machen, ne? Das ist ja kein Ding. Wir haben ja sonst keine Probleme. Was ist das Geheimnis der Hides? Was haben wir verhindert? Wir creeped out at night. But what? And where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman, especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Oh nee, ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich und die C-Taste, wir sind die besten Freunde. So. Hey, wo läuft er denn schon wieder hin? So. Bahne dir einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich bin sofort wieder da. Ich muss jetzt nur mal ganz dringend, wohin? Aufs stille Örtchen und ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment.